Ich bin Dr. Elisabeth Wekhei. Ich arbeite im Peach Normandy Alliance Club. Und wir haben eine sehr große Aufgabe auf uns genommen. Ein Mitglied von uns hatte eine Tochter gehabt und sie war leukämiekrank. Und dann die Frau sagte, dass ihr Kind ist auf dem Kinderklinik und sie sieht, dass die Eltern von den kranken Kindern liegen auf dem Boden von dem Kinderklinik, auf Stühlen sitzen ganze Nacht oder in dem Park sitzen in der Nacht oder schlafen auf den Parkbänken. Und das ist ein sehr großes Problem, dass diese Eltern, die ganz weit von Peach in den Kinderklinik kommen, auf dem onkohämatologische Abteilung, haben keine Möglichkeit, irgendwo zu schlafen. Und es war immer ein Problem, wenn ein Kind zum Beispiel über einen 100 Kilometer weiten kleinen Ort krank geworden ist und die Mutti hierher gekommen ist und hoffte, dass sie nach Hause gehen kann und Nachmittag um 4 Uhr gehört hat, dass das Kind muss hierbleiben, operiert werden und Krebs hat. Das war ein so großer Schreck und hatte keine Möglichkeit, irgendwohin hingehen, weil waren keine Hotels. Und jetzt sind Hotels, aber es gibt kein Geld. Wegen der Wirtschaftskrise und wegen dieser geschichtlichen Änderung der ganzen Gesellschaft, die Leute sind sehr arm. Und sie kommen hierher nach Peach und sie können nicht neben das Kind sein. Das ist ein so großes Trauma für die Familie. Das kann ein jeder Vater und Mutter vorstellen. Und dann haben wir vorgenommen, dieses Problem zu lösen oder probieren zu lösen. Wir haben Anträge gestellt an der Stadt Peach und wir haben 2 Zimmer bekommen in einem Keller. Wir haben immer Geld gesammelt und immer die Zimmer schöner gemacht. Dann die 2 Zimmer waren wenig, dann müssen wir mehrere Zimmer haben. Dann haben wir gesehen, dass nicht nur die Frauen, die Mütter kommen, sondern auch manchmal die Väter auch kommen müssen, weil die Mutter zu Hause bleiben musste wegen Arbeit oder wegen ein kleines Kind. Dann mussten wir immer mehr arbeiten und diese Möglichkeit erweitern. Und noch, die Familie möchte manchmal zusammen sein, weil ein leukämiekrankes Kind oder ein tumorkrankes Kind, das dauert die Heilung manchmal mehrere Monate. Und wenn die Familie nie einmal zusammenkommen kann, das ist auch ein seelisches Trauma für die ganze Familie. Das Haus, was wir bekommen haben, war sehr alt und lag in Ruinen. Viele haben gesagt, dass wir können das nicht erneuern. Aber wir haben gesagt, das muss sein. Und wir waren nicht alleine in dieser Arbeit. Sehr viele Freunde von Ungarn, von Deutschland, von Österreich, Frankreich und England und Kroatien. Leute sind gekommen, um uns zu helfen, haben Geld gespendet und haben gesagt, dass sie haben schon so viel bekommen vom Leben. Es ist sehr wichtig, etwas für die kranken Kinder zu machen. Cári Ilona vagyok, Ordacsehiből jöttem, vagy kerültem ide le Pécsre. Koraszülött kisbabám született 5 héttel ezelőtt, és mivel a szülészeti klinikán nincs lehetőség arra, hogy anyukák ott maradhassanak a szülés után a babájukkal, ezért nagyon boldog vagyok, hogy itt a Lions Club fenntartásában van ez a szülőszállás, amit az anyukák igénybe vehetnek, és nagyon fontos, hogy mindezt ingyenesen, akár több héten keresztül is. Így lehetőségem van nekem is arra, hogy táplálhassam a kisgyerekemet, anyatejet vihessek neki minden nap a kórházba, és én is megtanulhassam megetetni, mire hazakerül végre. Olá Attiláné vagyok, Babarcelősről. A kisfiamnál egy béldaganatot állapítottak meg. A gyerekklinikán kezelik, és nagyon nagy segítséget nyújt nekünk, hogy itt lehetünk ezen a szálon, ami hála az égnek ingyenes. Wir sind weiterhin auf Ihre Spende angewiesen. Wir brauchen Ihre Geldspende und Sachspende, um unsere Arbeit weiterzumachen können. Danke.